kriegt die Kamera aber auch wirklich nicht vor Mario. Er will aber nicht reingucken. Pass auf. Pass auf. Und jetzt geht's. Perfekt. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario 64 mit mir. Dem Jumpmeister Terminus. Natürlich. In der letzten Folge weiß ich überhaupt nicht, was wir gemacht haben, weil das ist für mich schon fast ein Monat her, weil ich fast einen Monat kein Internet mehr hatte. Yay! Yeah! Oder? Oh Gott. Can't see shit. Ich würde sagen, das mal die vorletzte, das ist das falsche Level. Oh nö. Okay, ich würde mal sagen, das ist die vorletzte Folge von diesem Let's Play, ganz einfach, weil wir haben uns jedes Level angesehen. So ziemlich. Und es gibt einfach nicht viel mehr. Klar, ich könnte alle Sterne holen, aber... Puh! Da habe ich keine Lust drauf. Kannst du mal... Go. Ich will einfach jetzt dann Bowser besiegen in der nächsten Folge. Jetzt will ich noch versuchen, einen Stern zu holen oder zwei. Weil ich will das. The Big House in the Sky. Das war, glaube ich, einfacher. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich glaube, weil ich mir den dritten und den vierten Stern als erstes geholt habe, weil ich den ersten nicht bekommen habe. Ich glaube, so war das. Wir hören hier nochmal erstmal Lucky to Camp, okay. Und dann hier einfach Rückwärtshaltung? Easy, okay. Wo muss ich denn hin? Für das geile Haus im Himmel. Es geht wieder los. Okay, alles klar. Terminus arbeitet wieder. Alter, ich hasse das. Tatsächlich im letzten Part, in den Kommentaren, der gute Hundi, der von mir und den anderen immer die Best-ofs macht, die übrigens super awesome sind. Meine Fresse, stelle ich mich manchmal an. Der hat darauf hingewiesen, auch im vorletzten Part, dieses Level ist Bullshit. Und er hat recht. Warum? Man braucht so ewig, um irgendwo hinzukommen. Da macht man einen falschen Schritt oder versucht jetzt zu springen, die Plattform ist zu weit weg. Und ja, nochmal ganz von vorne. Alles. Der hat mich fast umgebracht. Jetzt habe ich nicht geguckt, welchen Teppich ich nehmen muss, oder? Ich glaube den rechten, weil den linken habe ich bisher immer genommen. Zum tausendmal sterben. Oh, guck mal. Das war jetzt ein schweres Hindernis. Kann ich eigentlich mal sehen, was vor mir liegt? Nee, ist auch egal, da ist nichts. Okay. So, wir sind fast wieder bei den Teppichen. Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ja. Egal, das kriegen wir. Nein, leck mich! Gott verdammt! Ich wollte eigentlich zwei Sterne in den Part holen. Versuchen wir das doch noch einmal. Komm, wir haben alle Spaß. Wer mag den Regenbogen-Boulevard nicht? Oder heißt das Level hier Regenbogen-Raserei? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Es muss Regenbogen-Raserei heißen. Die guten alten Spiele hatten immer... Wie heißt denn das? Alliterationen? Das Alliterationen, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen, ich bitte. Oh, warte mal. Alliteration, wie zum Beispiel Bob Oms Bombenberg, Wumms Wuchtwall, Gullivers Gipfel, ist das so? Gulliver Gumba. Ja, genau, ich dachte schon. Du mal davon, hör auf damit! Nicht machen, bitte! Danke. Der ist jetzt tot. Erstmal. Den Stern da hinten, den ihr da unter Marios Leben seht, den will ich auch holen. Wollte ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt endlich dieses behinderte Stück Stern-Mission hier hinbekomme. Ach, die roten Münzen. Die sind so einfach zu holen. Aber die ersten beiden Sterne sind wohl die schwersten in dem Level, weil man tatsächlich mit den Regenbögen arbeiten muss. Was absoluter Bullshit ist. Wäre es geil, wäre der Teppich kaputt gegangen wie die Wolken in Galaxy.
Boah, da hätte ich. Hätte ich mich aber gefreut. Hätte ich mich gefreut. Ich muss schon springen. Oh. Nein, du Scheiß! Springen! Spaß, es macht Spaß. Ja, Regenbogen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich wusste nicht, dass da noch so ein Sprung ist. 6 Minuten fast und noch nichts passiert. Passiert ist was. Das wäre jetzt gelogen. Aber man soll hier 100 Münzen sammeln. Ich habe 6 Münzen. Und naja. Ich war jetzt im halben Level. 5-mal gefühlt. Yay! Regenbogen! Geil! Mama! Irgendwie, wisst ihr, ich hätte jetzt auch Metroid aufnehmen können. Wahrscheinlich hätte ich mehr Lust auf Metroid gehabt. Das Problem, wie du fliegst runter. Ich habe ein. Nein! 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 Mein Schreibtisch ist gerade nicht besonders aufgeräumt. Und das bedeutet so viel wie meine Sensorleiste, die ich brauche, um den Samus zu ziehen, ist hart verdeckt und ich war jetzt zu faul aufzuräumen. Wollte aber, was wir nächste Woche schon aufgenommen haben, oder? Weil ich einfach zocken wollte, weil schon wir und die anderen, mit denen ich gerne Smash spielen würde, sind ja gerade beschäftigt. Glaube ich, ich sollte die mal anschreiben, oder? Bevor ich sowas sage. Ja, und deswegen Mario. Warum bin ich nicht direkt zu Bowser gegangen? Schaffe ich Bowser überhaupt in einer Folge oder werde ich wieder grandios abkacken? Hätte ich eigentlich in dem Haus was machen müssen? Wie, ich hätte in dem Haus was machen müssen. Ich durch. Du kriegst mich nicht, ich bin Mario. Man nennt mich auch Jumpman, aber ich weiß nicht, warum ich echt so super behindert bin. Ich weiß, die Mission ist in der DS, glaube ich, schwerer. Nicht wegen der Steuerung. Wegen... Du musst hier irgendwie rein und mit einem Power-Up da hoch. Und es ist durchaus möglich, das hin und wieder nicht zu schaffen. Wenn mich das Feuer jetzt ärgert. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich drehe mich. Und das kann man... Hier muss ich jetzt gerade nur auf dem Teppich stehen. Aber auf der DS könnte man runterfallen. Was ist da drin? Noch ein Stern? Nehme ich mit! Nehme ich nicht mit, alles klar. Flieg, Mario! Holy shit! Ein Stern! Unerwartet. Yay, nochmal, das Level ist so. Yay, nochmal, Mario, sträub dich nicht, ich will ja auch nicht. Ich nicht 80 Sterne? Ich glaube, ich mache mal 60, oder? Tricky Triangle ist genau das. Das ist einer der paar Sterne. Ich würde jetzt 3 sagen, aber ich weiß, es waren 3 goldene Bananen in Donkey Kong 64. Und jetzt glaube ich nicht, dass es zufällig wirklich die gleiche Zahl war. Aber es war einer der letzten Sterne in einem Spielstand von mir und meinem Kumpel, die wir halt nie hatten. Bis wir sie halt gemacht haben. So schwer ist das gar nicht. Das wäre voll geil, wenn ich drunter zu fallen. Yeah. Ach, muss jetzt sein, tut mir leid. So, nochmal den hier. Sie können sich gerne verpissen. Ich glaube, ich muss darüber dann hochklettern und dann ist gut, oder? Die Musik, die heitert mich ein bisschen auf. Bis ich wieder absolut keine Lust mehr habe, dann heitert die mich nicht mehr auf. Oh, das war richtig. Die ist halt so... Wobei es keine gute Mario Kart. Musik, einmal bitte. Yeah! So, jetzt erstmal schauen. Ich muss darüber. Aber dieser geile SpongeBob-Schwammkopfblock da bewegt sich. Yeah! Yeah. Oh,
SpongeBob Schwammkopf. Ich muss einfach rüber. Du kommst jetzt erstmal nicht in die Quere. Treffer versenkt. 8 Münzen. Was ist das für eine... Seht ihr die Wolke? Da, diese einzelne jetzt direkt über Marios Kappe. Ist das wieder, Lakitu-Wolke? Nein, nein! Yeah. Das ist schlecht. Das ist schlecht! Okay, das war easy. Okay, ich glaube, ich muss da jetzt einfach hochklettern. Scheiß auf das Leben. Da, wie easy. Wie easy. Im Gegensatz zu dem ganzen anderen Scheiß von dem Level. Oder? Oder? Sehe nur ich das so? Nein, tue ich nicht. Tricky Treu Engel ist ja geil. Von der vorletzten Folge wegen ein bisschen was gerissen. Keine Angst. Ich will nicht noch einen Stern und ich will nur gucken, was noch gibt. Ich wüsste nicht mal wo. Ich wüsste nicht mal wo. Ich meine, auf dem Schiff den Stern hatten wir. Stern auf Gebäude. Rote Münzen. Da sind zwei. Ich wüsste nicht mal wo. Übrigens, da hätten die doch viel schöner machen können als einfach so ein Blockgebäude. Das habe ich schon irgendwann mal gesagt. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht. Leck mich. So ja nicht. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Die späteren Levels werden alle irgendwelche Blockbaukästen, die ganz komisch hässlich sind, von denen ich mir denke, was soll das? Was soll Mama? Was soll das? Das macht mich traurig, ganz ehrlich. Übrigens, was ich jetzt mache, ist mal ganz kurz vielleicht ein, zwei Mal diese Rutsche erfahren. Einmal zur geistigen Wiederherstellung nach der Regenbogenraserei. Und zweitens, weil man hier gut Leben abgreifen kann. Aber mit einem Leben Bowser machen. Mit einem Leben Bowser machen. Ihr seht jetzt schon meinen Skill. Das ist eine dumme Idee. Leben für Tumnus, den Piraten. Gib mir die geilen Münzen. Vor allem welche Pilz. Nice. Oh ja, ich den Rekord, der ist so easy. War da hinten nicht auch noch ein... Ja. Hier kann man schön Leben abgreifen. 3 Stück. Den ich nicht bekommen habe. Den hier und ich glaube ein Münzenleben. Einfach. Leben abgreifen. Oder kriegt man bei 50 Münzen ein Leben? Yay! Komm noch einmal. Komm noch einmal. Einmal noch. Komm noch einmal. Vielleicht kriegen wir auch das Leben, dann haben wir wieder 5 und können Bowser machen. Oder so. Komm, komm, komm. Yeah! Ich muss ja nur die paar blauen hier bekommen, da habe ich eigentlich schon fast genug. Mann, ich bin... Mama! Ja gut, da habe ich 5 Leben. Das ist doch okay. Drehzitzi! Oh, ich wollte eigentlich springen. Drehzitzi! Gib mir das! Hallo? Was? Wieso verschwindet der so? Der wollte nicht mit! Der wollte nicht mit! Mario? Mario? Danke. Here we go! Yay, Leben! Nice! Ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, Kommentar abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Buzar. 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 Hör mir das raus. Und tschüss. Dicke Schildkröte.